Na, ihr? Kennt ihr mich etwa noch? Ich bin es, eure Anni, die Anni, die leibhaftige Anni. Satans Anni, nein, mein Scherz, jetzt übertreiben wir mal nicht. Ja, ich bin aus meinem dunklen Loch gekrochen, wie ihr unschwer hören könnt. Ihr braucht euch jetzt gar nicht zu verstecken, ich sehe euch hinter den Schränken, ja. Mich gibt es noch? Ob das gut oder schlecht ist, ist die zweite Frage. Ja, was ist denn passiert in der letzten Zeit, im letzten, wie lange ist das her, in den letzten 9 Monaten? Ja, es ist ein bisschen was in meinem Privatleben passiert und ja, wie soll ich sagen? Also, da musste ich mich jetzt erstmal so ein bisschen wieder umstellen, sage ich jetzt mal. Und das hatte auch Auswirkungen auf meinen Let's Play-Kanal, tatsächlich. Denn ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nie gerendert. Jetzt denkt euch wahrscheinlich, hä? Was ist das denn? Wie dumm bist du eigentlich? Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe das nie gemacht, weil ich bin doof, wie ihr vielleicht euch denken könnt, wenn ich sowas nicht kann. Und habe das immer weitergeschoben. Ich habe also immer den spaßigen Teil gehabt oder gemacht und der andere musste dann halt meine in Häkchen Drecksarbeit erledigen. Und ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, was passiert ist. Naja, und ich muss auch sagen, es gibt erstmal momentan keine Thumbnails. Die habe ich nämlich auch nie gemacht, aber eher, ja, es lag eher daran, weil ich dieses Programm nicht habe und derjenige hatte das Programm und somit musste ich mir das ja nicht beschaffen. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, was das immer für ein Programm gewesen ist. Ich muss mich ein bisschen durchs Internet forsten, ob es da was umsonst gibt oder ob ich in den sauren Apfel beißen muss, und mir dieses Programm kaufen müsste. Falls ihr da irgendwie was wisst, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, schreiben, von mir aus hauchen, flüstern oder mir ein Briefchen schreiben, ob es da irgendwie was Günstiges oder am besten natürlich Kostenloses gibt. Ja, ich könnte natürlich auch googeln, aber ich bin nicht so gut im Googeln. Ich gebe was ein und im schlimmsten Fall kriege ich irgendwelche Pornoseiten. Gut, also kleines Thumbnails, das haben wir jetzt auch erledigt. Ja, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, damit ich nicht immer ganz so unvorbereitet bin. Genau, jetzt habe ich als nächsten Punkt noch vorhandene Videos. Also ich habe noch einige Videos auf Vorrat, die ich nie, die sind zwar schon hochgeladen, aber ich habe die nie online gestellt, weil ich, ja, ich wollte das nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich habe mir immer vorgenommen, okay, ich mache mal ein Infovideo, damit ihr Bescheid wisst, dass es noch diese Videos gibt. Die sind noch vom letzten Jahr, von, ich weiß gar nicht, Juli oder sowas. Ich habe bestimmt noch drei oder vier Bioshock-Folgen. Ja, das wird sowieso ein Spaß wieder mit Bioshock. Oh, ich freue mich da jetzt schon überhaupt nicht drauf. Ich weiß gar nichts mehr. Ey, Leute, das ist jetzt bald ein. Also, das sind jetzt. Ja, wie soll ich sagen? 9 Monate sind das bestimmt schon. 9, 10 oder 10? Also 9 oder 10 Monate, seit ich das letzte Mal Bioshock angefasst habe. Das wird so eine Let's-Fail-Folge. Ich weiß gar nichts mehr. Aber natürlich werde ich mich unvorbereitet wieder reinschmeißen. Ihr kennt mich ja. Wird schon irgendwie klappen, ne? Ich hoffe es. Oh. Ich habe bestimmt noch ein oder zwei Folgen von Face Noir und von Fluch der Oper habe ich, glaube ich, auch noch zwei Folgen oder eine. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Also auf jeden Fall habe ich noch so ein bisschen was auf Vorrat. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich da irgendwas erzähle, was im letzten Jahr ge passiert ist, gewesen ist oder wir im Hochsommer gewesen sind und mir warm gewesen ist und ich weiß nicht, was ich da palabert habe. Also wundert euch bitte nicht. Die nächsten Folgen sind noch Folgen vom letzten Jahr und dann geht es erst wieder richtig los.
Das Einzige, was jetzt aktuell sein wird, das einzige Spiel wird Agoraphobia sein. Das ist der Nachfolger von Sleepless Night. Also ich werde Sleepless Night erstmal nicht weiterspielen, denn das ist wirklich crank. Also ich habe keine Ahnung, wie ich da weiterkomme. Ich habe im Internet mich durchgeforstet und ich habe nichts gefunden. Vielleicht gibt es was, vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin in Sachen googeln. Ich finde nie das, was ich eigentlich suche. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es wirklich irgendwo so eine Art Anleitung, wie ich an die Enden komme. Denn ich muss wirklich die ganzen drei Enden spielen, um das wahre Ende überhaupt freischalten zu können. Und ich habe keine Ahnung, ich habe so vieles ausprobiert und mir hat ja auch eine liebe Abonnentin oder Abonnent, ich weiß das gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, tut mir leid, geschrieben, ich muss das erst alles freischalten, um überhaupt weiterspielen zu können. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe wirklich so viele Kombinationen ausprobiert. Naja, auf jeden Fall habe ich mir auch schon im letzten Jahr Agoraphobia runtergeladen, weil das wirklich sehr interessant aussah. Habe auch schon mal ein paar Minuten angespielt gehabt. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden für uns. Ja, so. Oh, das war mein Handy. Ich entschuldige. Ich dachte, ich hätte es leise gemacht. Naja, wie das halt so ist, ne? Ein bisschen verplant bin ich. Gut, ja, Kommentare. Ich habe jetzt, falls es jemandem aufgefallen ist, also den ich geschrieben habe, ist es aufgefallen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder angefangen, Kommentare zu beantworten. Also ich habe mich langsam wieder so in das YouTube-Leben eingeschlichen und habe auch schon angefangen, wieder andere Videos zu kommentieren. Das habe ich ja wirklich in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr gemacht. Ich hatte wirklich gar keinen Ansporn. Und ja, vielleicht ist das dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ich werde demnächst, ich bin mir noch nicht sicher, entweder Twitter oder Facebook werde ich wohl auch noch joinen, dass ich dann halt mal Informationen geben kann. Nicht so wie jetzt, dass ihr jetzt monatelang überhaupt nichts mitbekommen habt, sondern dass ich dann einfach mal schreiben kann, hier, ich bin im Urlaub oder keine Ahnung was, ich lasse mich jetzt von einem knackigen Typen massieren. Nein, war ein Scherz, Leute. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Naja, oh Gott, das Video wird viel zu lang. Es sollte nur ein kurzes Infovideo werden. Ja, dann andererseits habe ich mir noch vorgenommen, dass ich meinen Let's Play-Kanal so ein bisschen ausweite. Das hatte ich ja schon immer gesagt, dass es nicht nur ein reiner Let's Play-Kanal werden soll. Ich habe mir da so ein bisschen an Follow Me Arounds gedacht, weil mein Leben ja auch so ultra spannend ist, ne? Ja. Kann ich ein Lied von singen? Ich mache von morgens bis abends nichts anderes als irgendwelche actionreiche Sachen. Jetzt kommt aber das Problem. Ich habe keine passende Kamera. Ich habe wirklich nur meine Handykamera. Jetzt kommt dem nächsten Rebuy-Paket, wo ich mir dachte, okay, vielleicht nehme ich das mal auf und zeige euch, was ich mir so gekauft habe. Da sind jetzt wieder 5 Spiele mit bei, aber auch 11 Bücher. Weiß ich nicht, ob ich die Bücher dann weglasse und euch nur die Spiele dann zeige oder ach, keine Ahnung was. Ja, das hatte ich mir eigentlich schon so ein bisschen gedacht, aber mit meiner Handykamera, es funktioniert nicht so ganz. Irgendwie verdecke ich da immer mein Mikrofon und keine Ahnung was. Also müsste ständig nachsynchronisieren und ich habe zwar schon eine Kamera im Blick. Die haben auch viele YouTuber, die finde ich auch wirklich ganz schön. Es ist von, also es ist eine Canon. Aber, ey, ganz ehrlich, Leute, 400 Euro. Ey, bin ich Rockefeller oder was? Ich weiß immer gar nicht, wo die Leute das ganze Geld hernehmen. Also 400 Euro, das ist echt schon ein starkes Stück, oder? Ich meine, die haben wirklich ultra viele. Und die ist auch wirklich gut, die ist klein, handlich, man kann sie überall mit hinschleppen, ohne dass die Leute gleich sehen, dass man aufnimmt. Also könnte ich wirklich so ein bisschen was filmen, zeigen, was ich so mache und keine Ahnung was, ohne dass das groß auffällt. Aber mal ganz ehrlich, diese 400 Euro, ey, das geht gar nicht. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Naja, mal gucken, vielleicht werde ich das mal ein bisschen ansparen und kaufe sie mir dann. Und in der Zwischenzeit versuche ich es mit der Handycam.
Das wird dann eher eine Shaky Cam, aber mein Gott, ich meine, wem schlecht wird, esst keine Kekse nebenbei. Ja, gut, das jetzt sind es schon 10 Minuten. Also Leute, das war's dann auch schon von mir und meiner Plapperei. Ich wollte halt, wie gesagt, nur mal kurz erwähnen, ich bin wieder da. Ich hoffe es, weil ich muss gucken, ob ich das mit dem Rendern und so hinkriege. Wie gesagt, Thumbnails gibt es momentan keine, bis ich herausgefunden habe, welches Programm ich nehmen könnte. Aber ihr stört euch doch sicherlich nicht daran, oder? Ich wusste es doch. Hier, Kekse für euch. Kekse, Kekse. Oh ja, ich hätte jetzt auch Bock auf Kekse. Na gut, dann höre ich jetzt mal auf. Ich muss mal meinen Vorratsschrank durchforsten. Ja, dann sehen wir uns in Agoraphobia wieder. Das werde ich wohl gleich dann nochmal aufnehmen und wahrscheinlich zusammen mit diesem Video hochladen, damit es mal wieder so ein bisschen vorangeht. Wie gesagt, die nächsten Videos von Bioshock etc., das sind noch alte. Wundert euch bitte nicht. Und ja, wir sehen uns dann in einem Let's Play-Video wieder. Und bis dahin sage ich.